Läuft die Kamera? Moin Leute, es ist Freitag und hier ist noch ein Geschenk angekommen. Und zwar haben wir noch ein Quad noch von der Weihnachtsaktion ausstehend, weil ein Auto nicht gepasst hat. Und auch mein Freund, der Harry, sehr großzügig hier mitgespendet hat, weil der Junge in das andere Auto nicht reinpasste. In den Mercedes haben wir noch ein Quad bestellt und liefern das dann jetzt noch im März aus. Richtig coole Ehrenaktion. Also falls irgendjemand sich noch beteiligen möchte, PayPal ist info@extremistlos.de. Wir sind da noch ein paar hundert Euro hinten, aber egal, sonst finanzieren Hechti und ich das. Aber falls jemand sich beteiligen möchte, ist recht herzlich eingeladen. Nein, egal. Wir liefern das dann irgendwann, nehme ich die Kamera auch mit, liefern wir das irgendwann im März jetzt aus. Muss wahrscheinlich erst wieder zusammengebaut werden. Hering. Vielleicht hilft mir mein Freund der Hering. Mal gucken. An ein paar Sachen traue ich mich auch mittlerweile ran, die zusammenzubauen. Aber es muss ja einfach sein. Aber so mit technischen, etwas komplizierteren Abläufen tue ich mich dann doch sehr schwer. Ich war gerade live zum Russland-Ukraine-Konflikt auf dem Hauptkanal. Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr viel Besserwisserei. Sehr viel Wahrheitsanspruch. Pro Russland. Russland verteidigt sich nur. Und wie gesagt, meine Gedanken sind beim ukrainischen Volk, die sich... die jetzt da im Krieg sind, die bald besetzt werden, die ihr Hab, Gut, Leben, Leib, Freiheit, alles vielleicht verlieren, kannst du dir nicht ausdenken, 800 Kilometer von Berlin entfernt. Und ja, da gilt es, das immer wieder ins Gedächtnis zu holen. Also, und hier Leute, hier ist mal wieder schönes norddeutsches Wetter. Es regnet. Ist das nicht toll? So, ich bin froh, dass ich meinen Arbeitstag so gut wie hinter mir habe. Es ist 12 Uhr. Ich würde sagen, ich mache nachher noch eine Stunde Büro. Ich fahre jetzt gleich erstmal zu Schinken Nissen und hole dort Schinken, weil Klaus und seine Frau sind auf dem Weg zu uns. Und da machen wir eine schöne kalte Platte. Die zeige ich euch natürlich auch euch nachher, auch wenn der Klaus da ist. Und dann ist hier heute ganz gemütlich beieinander sitzen, Kamin an und ein schönes Bierchen, ein bisschen sabbeln. Und morgen ist dann volle Attacke. Ich kann es kaum abwarten. Sehr schön, mit vielen Freunden unterwegs. Wir sind morgen 15 Leute, die dann den Tag toll zusammen verbringen werden, hoffentlich. Und das wird geil, Leute. Also, bis später. Jo, moin, Leute. Ich habe die Kamera vergessen, es tut mir leid. Ich war bei Schinken Nissen einkaufen, zeige ich euch noch nachher noch. Ich habe Brot geholt vom Lila Bäcker, aber bei Schinken Nissen ist auch immer eine Bäckerei mit dran. Schinken Nissen ist bei uns in Stockesdorf, würde ich mal sagen, eine Institution. Und wer was Geiles will als Schinken, Aufschnitt, Wurst, Käse, der fährt dahin. Und Fridjof ist auch gut bekannt mit Klaus und ich habe gesagt, er kommt wieder zu Besuch und da hat er auch gesagt, moin at Klaus und hat uns dann, glaube ich, eingeladen. Dankeschön Fridjof hierfür, so sieht das noch eingepackt aus alles. Das hier, der Lado, ist eines meiner Lieblingsschinken, das ist so Speck mit ein bisschen Schinken dran. Das auf dem Weißbrot, mega geil. Wir haben dann hier wieder, habe ich für Klaus extra seine Rinder, seinen Rinderschinken besorgt, weil er den so gerne mag. Hier ist dann Käse noch mit drin. Machen wir nachher eine schöne Aufschnittplatte. Dann habe ich für Klaus seine Frau noch Bratfilets mitgebracht, weil sie die gerne mag. Und das kann ich euch nur mal empfehlen, wenn ihr hier auf der Ecke seid. Das sozusagen euch mal zu gönnen, ist wirklich eine tolle Sache. Und der Fridjof ist ein super Typ. Ich habe mich gerade wieder toll mit ihm unterhalten. Und ja, da freue ich mich sehr drüber. Und ansonsten zeige ich euch das nachher, wenn es aufgebaut ist, Leute. Bis später. Ich muss jetzt noch ein bisschen was tun. Jo Leute, ich bin wirklich mit Sport fertig. 12 Minuten Boxen, nicht durchgängig Boxen. Wenn du das kannst, dann bist du richtig fit. Immer Minute ran, Minute Pause, Minute ran, Minute Pause, eineinhalb Minuten, Minute Pause. Dann bist du schon völlig auf. Alter, hier ist wieder richtig Rotzwetter. Dann habe ich ein bisschen Bizeps gemacht, Bauch geplankt. Russen Dips, die ich jetzt zu gerne mache. Ist einer meiner. Oh, Leute, Entschuldigung. Ihr seht, hier ist nichts gescriptet. Jetzt hier mein Zweck Plus Kram. Ich springe jetzt hier nach gleich in die Badewanne. Noch ein bisschen ausschwitzen. Lass ein bisschen kalt Wasser laufen. Hau mir jetzt den Shake als Mittag rein. Gleich nach dem Training. Zweck Plus Vanille. Denkt dran, Werbung mit Philipp 10. Könnt ihr 10% sparen und unterstützt unsere Arbeit. Matthias Clemens von ZPlus unterstützt ja auch unsere Arbeit ganz massiv im Anti-Gewalt-Training. Spricht er auch nie drüber. Ehrenmann.
So, jetzt rein mit dem Shake in die Figur. Muss ich noch aufpassen, dass ich in der Badewanne nicht pingeln muss, ne? Uiuiui, ja. Leute, ich bin richtig, das tat gut, das tat richtig gut. Scheiße ist jetzt, ich habe jetzt das Gefühl, jetzt wo ich wieder ein bisschen Muskel aufbaue, drücken die Muskeln das Fett ja nochmal nach außen, dass du das Gefühl hast, du wirst nochmal fetter. Aber ich werde jetzt nach und nach versuchen, im Frühjahr meine Ernährung umzustellen. Das fällt mir, im Frühling und Sommer leichter, weil ich da sowieso leichter esse, mich mehr bewege, Fahrrad fahre, mehr rausgehe. Und da specke ich immer so 5-6 Kilo ab, wenn ich dann Ernährung noch umstelle. Vielleicht schaffe ich dann 7-8 Kilo. Und dann heißt es bei mir einfach auch mal halten. So sieht das aus, wenn ich einigermaßen K.O. bin. Ich hoppe jetzt in die Badewanne, versuche da ein bisschen auszuchillen, 20, 25 Minuten, 20 Minuten Bad reicht mir immer. Und dann habe ich ja Jordan noch versprochen, dass ich zum Friseur fahre, da wird er richtig Bock drauf haben. Und dann hat sich Klaus auch schon gemeldet, die sind noch bei den Beef Bandits und der bringt mir mein Paket mit, das ich bestellt habe. Ist das nicht geil? Leute, bis gleich. Scheiße, Leute, ich lache mich schon der Schlapp. Ich sitze hier in meinem Mercedes und übe ein bisschen mit dem Mercedes umzugehen. Marisa ist hinten im Louvre Center einkaufen mit Jordan und wir wollten ihn eigentlich zum türkischen Barbier bringen, weil er sieht aus wie der letzte Schreckvogel. Weil ich denke immer so, Leute, die mit einer Deppenfrisur rumlaufen, sind dann halt auch oft Deppen. Ja, und er kämmt sich so die Haare so ins Gesicht, wo ich dann immer denke, alles steht wild ab, wild drauf los. Und das sagt jemand, der die letzten Haare nur auf dem Kopf noch rettet. Naja, egal. Ich spiele auf jeden Fall mit dem Mercedes rum. Jetzt muss ich eben meinen Freund Julian anrufen, wie ich mit meinem Mercedes kommuniziere. Und jetzt habe ich es endlich raus. Hey Mercedes, Navigation, ja, Stockelsdorf, Rathausmarkt. Kannst du das bitte noch einmal sagen? Alter, ich raste aus. Der versteht mich so schlecht. Das Auto ist so ein Legastheniker, so ein an Deutsch Anfänger Grundschule zweite Klasse. Hey Mercedes, Navigation Rathausmarkt Stockelsdorf. Entschuldigung, dabei kann ich dir gerade nichts helfen. Ja, echt, es ist Mercedes, Navigation Stockelsdorf Rathausmarkt. Hey Mercedes, Navigation, Stockelsdorf, Rathausmarkt. Bitte. Ich habe diese Ergebnisse gefunden. Wo möchtest du hinfahren? Okay, man muss das wirklich also in einem Fluss alles sagen. Hey Mercedes, Navigation, Ort, Straße, Hausnummer. Wie bitte? Mann, aus. Mercedes, 3D-Kamera anmachen. Hey Mercedes, 3D-Kamera anmachen. Rundumblick anmachen. Ach scheiße. Kannst du das bitte noch einmal sagen? Ja. Hey Mercedes, Rundumkamera anmachen, bitte. Entschuldigung, dabei kann ich dir gerade nichts helfen. Hey Mercedes, Rückfahrkamera anmachen. Ja, bitte. Hey Mercedes, Rückfahrkamera anmachen. Kannst du das bitte noch einmal sagen? Lässt sich alles über Sprache steuern. Das ganze Auto lässt sich über Sprache steuern. Hey Mercedes, Außenspiegel anklappen. Entschuldigung, dabei kann ich dir gerade nichts helfen. Hey Mercedes, Klima anmachen. Bitte mache die Zündung an, um die Funktion bedienen zu können. Macht mich jetzt schon verrückt, das Auto. Drives me jetzt schon crazy. Das sage ich euch ganz ehrlich, Leute. Das Auto macht mich jetzt schon verrückt. Ich komme damit einfach nicht klar. Ich komme schon nicht mit der Navigation komme ich schon nicht klar. Das sagt, glaube ich, viel über mich aus, oder? Na gut. Ich warte jetzt auf die Family und dann ist Klaus auch schon auf dem Weg. Von dem Beef Bandits ist er losgefahren. Und bringt mir mein Fleisch persönlich vorbei. Klaus bringt jetzt jedem sein Fleisch persönlich. Also, Bruder hat ein neues Spielzeug bekommen.
Und darauf fährt er richtig ab. Ne? Hier. Aua. Uli, komm. Uli, Uli. Und lauf. Haben wir ihn gerade geholt. Alter. Bleib hier, mein Kleiner. Komm hier. Komm hier. Mach aus. Mach aus. Mach aus. 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 Das ist mein Ball, ne? Das ist mein Ball. Medi-Bumi, Medi-Bum. Cool. Jo, wollte ich ihn einmal gezeigt haben, aber der Kleine mag diesen Ball. Mensch, wenn ich so einen Hunger hätte, ne? Aber mal gucken. Vielleicht kriegen wir das auch noch irgendwie geregelt. Was meinst du? Was gibt's da zum Abendbrot? Leckere Sachen. Was denn? Lecker Liebe wieder? Hast du, ja, wieder, hast du wieder warm Luft, gekocht? Luft und Liebe. Luft und Liebe. Dann Hä? Postbote ist da. Ja, wir kommen. Mal gucken, was da los ist. So. Dann gucken wir mal. Klaus! Guten Tag. Klaus! Was für eine Überraschung. Wahnsinn. Hat keiner mit dir gerechnet. Der neue Beef Bandit. Ich erstmal schön, dich zu sehen. Ja, die Freunde sind meine. Gut. Berlin Tag und Nacht ruft bald an, glaube ich, ja. Oder? Du sagst, glaubwürdige Szenen darstellen. Du musst vorsichtig hier filmen, weil die Leute nicht auf die Kamera möchten. Ja. Musst du hier so rumgehen? Ja, ich komme rum. Mensch, das ist ja. Oh, hier muss ich erstmal, wie immer, genau, muss ich erstmal. Gar nicht aufhört, dass da schon angefangen im Video stehen. Mensch, und aber YouTube machst du weiter jetzt, wenn du Lieferdienst machst mit Beef Bandits. Ja, das mache ich, um YouTube zu finanzieren. Okay, gut. Du weißt ja, wie es ist. Ja. Ja, demonetarisiert. Hat da wohl drin ist. Okay, also, von den Beef Bandits. Xbox ist. Leute, checkt das alle mal aus. Oha. Uiuiui. Okay, Luft und Liebe. Da freue ich mich auch schon drauf. Guck mal, auf den. Ich hab eine schöne Hand gehabt. Die Magie ist hier im Anschnitt. Wollen wir mal wieder hier, guck mal. Siehst du das? Oh, da freue ich mich schon drauf. Das ist pornös. Wow. Wir müssen nur bei YouTube noch irgendwo gucken, dass wir irgendeinen Griller finden, der zeigt, wie es geht. Muss ich mal gucken, welche Abos ich da so abgeschlossen habe. Müssen wir mal gucken. Ja. Bacon habe ich uns bestellt. Unsere Familie liebt Bacon. Oh, das sieht aber echt gut aus. Guck mal hier. T-Bone. Ich habe aber nur eins bestellt. Also das heißt, du kriegst die Beilagen nur. Ah, oh, danke. T-Bone kannst du ja super teilen für die Frau. Nee. Und für den Mann dann Roastbeef. Also ich frage mich mal, wie soll ich das Stück noch teilen? Du hast recht. Mein Fehler. Da ist ja auch Knochen drin. So, die hatten wir schon, die Rumsteaks. Und no, die waren wirklich mega. Super. Ja. Die waren wirklich top. Siehst du da wieder, was da für ein Fett drin ist? Also nicht nur nicht drauf, sondern drin. Hier diese kleinen weißen Punkte. Mhm. Sieht mal aus wie Granit. Das ist geil. Haben wir noch einmal Bacon und wir haben uns wieder zweimal Rippchen haben wir uns bestellt. Sehr gut. Da freue ich mich schon drauf. Und das offen habe ich das erste Mal Rippchen gemacht nach dem Rezept von Klaus und das war wirklich super. Der Hammer, ja. Und hier, das habe ich mir auch noch bestellt. Clubsteak, das ist ja, was ich sonst auch bestelle, muss ich sagen. Jetzt natürlich immer bei den Beef Bands, aber ich habe das auch geliebt von der Meatery aus Hamburg, muss man echt sagen. Die hatten auch echt tolles Fleisch. Leider viel zu teuer, hier halber Preis und deshalb würde ich mal sagen, qualitativ sieht es... Ich habe gerade so gerade im Ohr. Ja, die Meatery Hamburg haut das wirklich für so einen Schweinepreis raus, das haben wir uns ganz selten gegönnt, ne? Ja. Ja, und wenn, dann habe ich mir nur eins gekauft davon. So, und was wir noch haben, eines meiner Lieblingsfleisch-Varianten ist ein Tomahawk, ist einfach geil, im Beefer drunter, schön, das muss richtig krusten. Freue mich schon drauf. Und Klaus hat gesagt, mit einer Salzkruste gibt es demnächst? Gibt es demnächst mit brennender Salzkruste. Okay, ich bin gespannt, dann machen wir das nach. Dann wird die Garage wieder abfackeln. Ja. Also, ich würde das tatsächlich draußen machen. Ja. Also das fackelt jetzt ab. Ich zeige euch aber nachher auch noch, ich habe euch ja angekündigt, dass wir über Chicken Missen was geholt haben, weil das ist nicht ganz so überraschend. Ich weiß nicht, Klaus hat das nicht so gut gespielt, ich war gut, ne? Super. Ja? Also für Köln, wie heißt das, mittendrin da? Wie heißt das? Köln mittendrin. Ja. Köln mittendrin, ja. Das kannst du dir... Also, es gibt ja ein Video, was ich aufgenommen habe, bei Jung und Weggesperrt. Ist ja leider nicht dazu gekommen bei RTL 2, wo ich gespielt habe. Kann man jetzt sagen, ne? Keine Ahnung. Ist auch zu spät. Bei Jung und Weggesperrt hätte ich ja mitspielen sollen, aber ist leider nicht dazu gekommen. Aber kommt jetzt vielleicht was Neues. Also Klaus, Dankeschön, dass du das mitbringst. Also ich würde sagen, jeder 10.000. bestellt, bringt Klaus das bestimmt vorbei, wenn er bei euch in der Gegend wohnt, innerhalb von 5 Kilometern.
So, genau so machen wir das. Ja? Ganz wichtig, wenn ihr da bestellt und ihr wollt Philipp was Gute tun und wollt euch was sparen, dann müsst ihr den Gutscheincode Philipp10 verwenden. Spart er nämlich 10% und ich glaube, Philipp kriegt auch noch mit dem Kanal und seiner Arbeit den Ilo anderen Cent davon ab. Das ist eine schöne Sache, da könnt ihr nämlich entscheiden, dass er euch was Gute tut und anderen was Gute tut. Und ich sag mal so, dieses Tomahawk-Steak hier kostet tatsächlich nicht die Welt. Und deshalb lohnt es sich doch 2 oder 3 zu packen, dann macht die Sache Spaß. Und das sieht geil aus. Also Leute, ich zeige euch nachher, was wir von Schinken Nissen noch haben. Dankeschön und wir müssen jetzt erstmal ein Bierchen trinken. Macht's gut.